Ist die schwachbrüstige Rallye, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, jetzt schon wieder vorbei? Fragezeichen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Was meine ich mit dieser schwächlichen Rallye oder mit dieser schwachbrüstigen Rallye, wollen wir uns gleich mal anschauen. Da ist es nämlich so, dass wenn wir zum Beispiel jede Aktie gleichgewichten würden in den US-Indizes, wenn es also nicht eine Amazon gäbe, die viel mehr Marktkapitalisierung auf die Waage bringt und deswegen halt auch stärker gewichtet ist in dem Index, dann sehen wir, dass wir hier nicht wirklich eine starke Beteiligung aller Aktien an dieser Rallye haben. Hier sehen wir den Hochpunkt oder Hochpunkte, die hier zu verzeichnen waren bei anderen Rallyes. September Allzeithoch, Januar Allzeithoch. Hier sehen wir das. Da war die Beteiligung jeweils deutlich, deutlich größer. Das heißt, wir haben es wieder mal mit einer nicht wirklich marktbreiten Rallye zu tun. Das zeigt auch, dass wir hier zum Beispiel die Aktien haben, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das sind derzeit 70%. Das ist dafür, dass wir auf Allzeithoch sind, sehr, sehr wenig. Wir sehen, dass wir durchaus bei anderen Gelegenheiten da schon höhere Beteiligungen hatten, höhere Quotienten sozusagen an Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handelten. Und wir haben ein paar Dinge, die sehr merkwürdig sind. Wir haben ein ziemliches Auseinanderdriften zwischen dem Dow Jones Transports etwa und dem Dow Jones Industrials. Der Dow Jones Transports enthält ja Transportunternehmen, Flugbetreiber etc., Eisenbahn, alles was eben Transport ist, und man gibt diesen Transportunternehmen eine Art Frühindikatorfunktion, denn man sagte, wir werden das zuerst hier sehen, wenn die Dinge schlechter werden. Und wir haben zum Beispiel auch im Freight Index, also im Schiffsgutetransportindex, sehen wir ganz, ganz deutliche Schwächezeichen. Dementsprechend gehen diese Aktien schon nach unten, während die anderen sich noch sehr, sehr gut halten. Das gilt übrigens auch für den Russell 2000, dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns mal in Sachen Most Shorted Stocks diese Grafik hier an. Hier sehen wir, dass die Rallye so ein bisschen an Fahrt verliert. Dow gestern positiv noch ganz knapp, aber Russell etwa gut 1% im Minus. Wir sehen also das Auseinanderdriften hier verschiedener Indizes. Wir sehen jetzt im asiatischen Handel negative Vorzeichen. In China geht es doch relativ deutlich beim China A50 nach unten mit über 2%. Der Nikkei auch negativ, allerdings nicht so deutlich. Wir sehen jedenfalls, dass die meist geschorteten Aktien nun beginnen nicht mehr zu steigen, sondern eben zu fallen. Das heißt, der Short Squeeze ist vorbei. Ich hatte immer wieder gesagt, dass die Woche nach dem Juni-Verfall, der Juni-Verfall ist meistens ein sehr bullisches Event, danach geht es meistens negativ weiter, in der Folgewoche zumindest, mit minus 1,4% durchschnittlich, aber in 87% der Fälle, also eine statistische doch sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Wir haben Iran-Thema, wir haben Handelsgespräche, die wieder aufgenommen wurden, so langsam zwischen den USA und China. Und wenn wir uns die Geschichte mit USA und China mal anschauen, dann sehen wir, dass die Chinesen mehr oder weniger heimlich, jedenfalls von der westlichen Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, die Zölle auf amerikanische Waren deutlich erhöht haben, nämlich auf jetzt durchschnittlich 20,7%. Vor einem Jahr waren es noch 8,0%, während die Chinesen eben für andere die Zölle gesenkt haben, also für alle anderen die Zölle gesenkt haben. Auch das ist eine klare Botschaft. Die sind nämlich innerhalb eines Jahres von 8,0 auf 6,7% gefallen, die gegen amerikanische Produkte von 8,0 auf 20,7% gestiegen. Auch das ist, wie gesagt, eine Botschaft, und es ist schlichtweg so, dass die Chinesen darauf beharren, dass die Amerikaner erstmal die Zölle abschaffen, den Huawei-Bann aufheben, dann kann man sprechen, dann kann man weiter verhandeln, sodass eben doch ein gewisses Enttäuschungspotenzial bei diesem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping vorhanden ist, während die Chance, dass es wirklich da einen finalen Deal gäbe, auf dem G20-Treffen praktisch gleich null ist. Wir haben am Freitag, so heißt es aus Insiderkreisen, dürfte es zu dem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping kommen, und da die ganze Geschichte in Japan stattfindet, könnte das dann also praktisch schon den Handel noch direkt und voll beeinflussen. Apropos Zölle, Donald Trump hat ja glorreicherweise die Zölle angehoben. Damit nimmt man knapp 20 Milliarden Dollar ein ungefähr bislang. Aber man hat alleine den Landwirten schon mal 30 Milliarden Dollar an Entschädigung gezahlt. Man hat also ein Verlustgeschäft von 30% mit diesen Zöllen. Hurra!
Das erklärt so ein bisschen oder relativiert so ein bisschen die Tweets von Donald Trump, der sagt ja ganz toll mit den Zöllen etc. Trump reagiert auf die Kritik teilweise eben auch im Inland. Es gab eine große Lobby gegen Mexiko-Zölle und Trump hat die dann mit einem Federstrich abgeschafft, weil er auch gesehen hat, dass der Arbeitsmarkt ein bisschen einbricht. Das nur nebenbei. Was haben wir noch? Trump war das Thema. Die USA haben ja Sanktionen gegen Khamenei erlassen. Das ist dieser religiöse Führer, der derzeit an der Macht ist. Trump hat sich aber vor die Presse gestellt und hat gesagt, wir haben gegen Khomeini die Sanktionen erlassen. Der Mann ist allerdings schon seit 1989 tot. Schauen wir uns die Termine an heute, die auf der Agenda stehen. Da haben wir das US-Verbrauchervertrauen, 16 Uhr Conference Board. Wir haben die Verkäufe neuer Häuser, 16 Uhr. Und wir haben eine Rede von Jerome Powell, 19 Uhr vor dem US-Abgeordnetenhaus. Was wird er da konkret sagen? Wird er seine Aussagen ein bisschen spezifizieren, der Juni-Sitzung der FED, dieser Pressekonferenz, die er gegeben hat? Da wird man wirklich nochmal hinschauen. Schauen wir uns mal genauer die Charts an und gucken, was da so der Fall ist. Hier sehen wir den Dow Jones, der hier so ein bisschen toppisch aussieht, muss sich allerdings erst beweisen oder muss sich bestätigen. 26.685. Wir sehen den S&P 500 bei 2.938. Wir haben den DAX aktuell bei 12.225. Aber ich wollte Ihnen noch den Russell zeigen. Genau, da ist er. Dieser Kamerad, Russell 2000, Nebenwerteindex. Viele Banken sind da drin, regionale Banken. Hälfte der Unternehmen, knapp die Hälfte, die in diesem Index sind, macht Verlust. Also ein Beispiel für einen Zombie-Index, 1530, der Russell gestern rausgegangen. Und wenn wir uns die ganze Geschichte mal anschauen im Vergleich zwischen dem Dow Jones und dem Russell, dann sehen wir hier doch deutlich diese Diskrepanz zwischen Dow Jones und Russell. Und es ist eben so, wenn Nebenwerte und Transportwerte fallen, während der Restmarkt sich noch gut hält, dann war das in der Vergangenheit oft ein Schema, das dann zu einem größeren Sell-off geführt hat. Muss diesmal nicht sein, kann aber sein. Wir sehen den Euro über der 1,14er Marke. Also es geht weiter mit der Flucht aus dem Dollar. Wir sehen, dass Gold ein neues Zwischenhoch, Mehrjahreshoch gemacht hat, aktuell bei 1431. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Bitcoin. Beides wohl so als eine Art sicherer Hafen außer dem Dollar gesehen. Und wir haben noch abschließend Öl, das bei 57,30 Dollar handelt. Also, wir haben gewisse innere Widersprüche gesehen in dieser Rallye. Wir sehen, dass die Beteiligung relativ gering ist, dass diese Rallye also ein bisschen hohl ist von innen. Jetzt ist die Frage, wir haben saisonal eine schwache Woche. Wir haben typischerweise nach dem Verfall im Juni eben eine gewisse Schwäche. Setzt sich die fort? Das wird natürlich ein Stück weit auch auf das G20-Treffen ankommen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage ciao.